Hallo, ich grüße euch. Einige von euch haben vielleicht Probleme damit, das energetische Raster im Feng Shui auf ihren Grundriss zu übertragen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man das energetische Raster, das wir vor allem für die fliegenden Sterne verwenden, aber auch für andere Methoden im Feng Shui, auf eurem Grundriss einzeichnet. Bleibt also dran! Ich zeige euch in diesem Video zwei Methoden, wie ihr das Energieraster auf euren Grundriss übertragt. Dazu solltet ihr natürlich euren Grundriss parat haben und dann braucht ihr noch einen Stift, einen handelsüblichen Kompass und ein Lineal und für die fortgeschrittene Methode, die ich euch zeige, ein Geodreieck, weil wir da mit Winkeln arbeiten müssen. Fangen wir mal mit der einfachen Methode an. Da teilt ihr den Grundriss einfach in 9 gleich große Rechtecke oder Quadrate auf, je nachdem wie eure Wohnung oder euer Haus geschnitten ist. Dann stellt ihr euch in die Mitte der Wohnung oder des Hauses, nehmt den Kompass und dann sucht ihr den Norden, also wo 0 Grad Norden ist. Und das markiert ihr im Grundriss. Und da, wo der Sektor ist, also das Quadrat oder Rechteck, wo dieser Norden hineinfällt, das ist dann der Nordsektor. Und die anderen Sektoren daneben sind dann der Nordosten und der Nordwesten, je nachdem in welcher Richtung, oben, unten, rechts oder links und so weiter ringsum und dann eben auch die Mitte. Und wenn ihr dann die Himmelsrichtungen habt, dann könnt ihr euch die fliegenden Sterne des jeweiligen Jahres anschauen. Die sind immer einer bestimmten Himmelsrichtung zugeordnet. Das ändert sich jedes Jahr. Und 2022 ist es so, da haben wir im Norden die 1, im Nordosten die 8, im Osten die 3, im Südosten die 4, im Süden die 9, im Südwesten die 2, im Westen die 7, im Nordwesten die 6 und in der Mitte die 5. Und wenn ihr das übertragen habt, dann könnt ihr sehen, welche Energie gerade in welchem Sektor in diesem Jahr in eurem Haus ist. Bei der fortgeschritteneren Methode arbeiten wir nicht mit den Rechtecken, sondern wir verwenden quasi Tortenstücke. Das ist etwas genauer, weil wir da aufs Grad genau arbeiten. Und das hat vor allem dann einen Vorteil, wenn das Haus oder die Wohnung nicht direkt in den Haupt- und Nebenrichtungen genau ausgerichtet sind, sondern irgendwo dazwischen. Da kann es nämlich passieren, dass mit der ersten Sektormethode sich das etwas verschiebt und dann ganz andere Sektoren in einen bestimmten Sektor fallen, weil die Diskrepanz einfach von den Gradwinkeln zu groß ist. Es ist aber ein bisschen komplexer, müsst ihr ein bisschen rechnen, aber auch kein Hexenwerk, das zeige ich euch jetzt. Bei der zweiten Methode teilen wir den Grundriss jetzt nicht mehr in 9 Quadrate auf, sondern wir verwenden 8 Tortenstücke für die 8 Hauptrichtungen. Die Vorgehensweise ist ganz ähnlich wie bei der ersten Methode. Ihr geht in die Mitte von der Wohnung oder vom Haus, markiert die auf dem Grundriss, dann schaut ihr, wo der Norden ist. Und der Norden, den zeichnet ihr dann bei 0 Grad genau auf dem Grundriss ein. Am besten macht ihr dann eine Hilfslinie mit der Nord-Süd-Achse, einfach einzeichnen auf dem Grundriss, was die Nord-Süd-Achse ist. Und dann müsst ihr jetzt ein Geodreieck hernehmen und dann nehmt ihr für den Nordsektor die 0 Grad in die Mitte des ersten Tortenstücks. Und weil ja ein Kreis 360 Grad hat, hat jede der 8 Segmente, die wir hier einzeichnen werden, 45 Grad. Das bedeutet, dass ihr jetzt 22,5 Grad nach rechts und 22,5 Grad nach links markieren müsst und dann habt ihr quasi das erste Stück des Tortendiagramms. Dann macht ihr einfach so weiter. Also dann habt ihr ja quasi den ersten Sektor, dann macht ihr wieder 45 Grad für den nächsten, wieder 45 Grad für den übernächsten und so weiter, bis der Kreis voll ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr noch die Himmelsrichtungen zuweisen. Und das ist natürlich dann im Nordsektor der Norden und dann geht es weiter
Nordosten, Osten, Südosten, Süden und so weiter ringsum, bis ihr alle voll habt. Und auch dann schaut ihr wieder auf die fliegende Sterne Positionen des Jahres. Da haben wir wieder die 1 im Norden, die 8 im Nordosten, die 3 im Osten, die 4 im Südosten und so weiter. Die tragt ihr einfach sukzessive, genau wie bei der ersten Methode ein. Und schon wisst ihr, wo in welchem Bereich des Hauses in diesem Jahr welche Energien sind. Und die 5 setzt ihr einfach so in die Mitte. Und dann seht ihr auch, also möglicherweise, dass ein Zimmer zum Teil in einem Sektor liegt, zum Teil in einem anderen Sektor. Das handhaben wir in der Regel so, wenn der größte Teil eines Sektors in einem Zimmer liegt, dann macht das die Hauptenergie aus. Und wenn das zum Beispiel halb-halb ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass die eine Zimmerhälfte mehr von der einen Energie gespeist wird und die andere Hälfte des Zimmers von der anderen. Das ist natürlich günstig, wenn ihr zum Beispiel eine ungünstige Sternenkonstellation habt. Zum Beispiel im Südwesten ist ja dieses Jahr die 2 der Krankheitsstern und im Süden haben wir aber die 9. Es ist ein sehr positiver Stern. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Zimmer habt, das sich Südwesten und Süden teilen, dann könnt ihr beispielsweise darauf achten, dass ihr mehr im Südbereich des Zimmers euch aufhaltet und dort entsprechende Aktivitäten macht. So, ich hoffe, dass euch das hilft, die Videos, die jetzt auch noch kommen werden, besser mitzuverfolgen. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da und abonniert diesen Kanal. Ihr könnt auch meinen Newsletter abonnieren. Da gebe ich auch immer viele Tipps und Insiderwissen weiter. Vielen Dank und alles Gute für euch. Wünscht euch Cornelia Kara. Tschüss!